Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem ISV-Produktübersicht-Webinar teilzunehmen. Mein Name ist Michael Gerb, ich bin hier Produktmanager bei ICOS. An meiner Seite der Stefan Kratzel, welcher Sie dann später durch die Live-Demo führen wird. Und als Special Guest, sage ich mal, die Nina Mankatz von IceWarp, die sich dann später vor dem Q&A-Part, also dem Fragen-Part, selbst auch nochmal vorstellen wird. Ein paar Worte zum Housekeeping. Da wir doch relativ viele Teilnehmer sind, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Sie stumm geschaltet sind. Wenn Sie Fragen haben, würde ich Sie bitten, diese ins GoToWebinar-Fragenfenster einzugeben, sodass wir im Anschluss an die Präsentation auf diese Fragen eingehen können. Ich werde dann auch versuchen, wenn Sie möchten, Ihnen die Mikrofone zuzuschalten oder aufzuschalten, sodass Sie da auch mit uns sprechen können, wenn Sie wollen. Fangen wir an, uns einen kurzen Überblick zu verschaffen über die IceWarp-Lösung. Wie gesagt, mit IceWarp haben wir eine All-in-One-Lösung, die die zentrale Anlaufstelle der Firmenkommunikation darstellt. Das heißt, die täglichen Arbeiten, egal ob das E-Mails, Kalender, Kontakte sind, ob ich mit den Kollegen per Chat kommunizieren möchte, ob ich mit extern per Chat kommunizieren möchte, ob ich an Dokumenten arbeiten möchte, alles vereint in einer Lösung, sodass ich meinen nahezu ja, ganzen Arbeitsalltag innerhalb dieser IceWarp-Lösung abbilden kann. Zu der Firma IceWarp, es ist ein tschechisches Unternehmen mit Sitz und der Entwicklung in Prag. IceWarp hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Die Rechenzentrumstandorte sind weltweit verteilt, wie wir später auch sehen werden, wenn es um die Cloud-Lösung gibt. Und natürlich auch ganz wichtig, was die Kunden betrifft. Da werden wir nachher ein paar Referenzen sehen mit über 50 Millionen Benutzern und 50.000 Kunden weltweit. Wichtig auch, dass es in der ganzen Welt verschiedene Niederlassungen gibt, Partner in über 100 Ländern weltweit. Wir eben als ICOS, der Distributor im deutschsprachigen Raum. Wenn wir uns einfach mal die Funktion kompakt anschauen, wichtig immer wieder hervorzuheben, bei den ganzen Funktionen, die wir in IceWarp haben, wir haben hier einen E-Mail-Server im Hintergrund, einen leistungsstarken, sicheren E-Mail-Server, egal ob der auf Windows oder Linux on-premise installiert wird oder als gehostete Cloud-Lösung. Wir haben aber neben dem vollständigen E-Mail-Server weitere Funktionen natürlich wie den Team-Chat. Da geht es um den Gruppenchat für Teams und Projekte, so wie wenn Sie sich einen Microsoft Teams-Kanal vorstellen, nur eben integriert in die IceWarp-Lösung an sich, um auch vielleicht mit externen Leuten kommunizieren zu können. Bei dem Thema Kommunikation, E-Mail, Collaboration, Zusammenarbeit ist natürlich wichtig, dass wir eine sichere Lösung haben mit verschiedenen Anti-Spam- und Antiviren-Mechanismen. E-Mail-Verschlüsselung und natürlich auf höchster Protokollsicherheitsebene. Die klassischen E-Mail- und Groupware-Kommunikationselemente, wie zum Beispiel auch Kalender und Kontakte, sind natürlich auch mit enthalten. Aufgaben, Notizen, wie man das von Groupware-Lösungen eben auch kennt. Ganz wichtig, das Thema Dateien bzw. Office-Dateien, das Bearbeiten, Erstellen von Dokumenten, der sichere Dateiaustausch dieser Dokumente, das Thema File-Sync, um Dateien eben auch auf meinen entsprechenden Endgeräten vorzuhalten und die zu synchronisieren, aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel größere Anhänge per E-Mail zu verschicken. Und zu guter Letzt natürlich das Thema Konferenzen, was auch innerhalb der IceWarp-Lösung abgebildet ist, wo ich eben bis zu 200 Teilnehmer eben einladen kann und die klassischen Konferenzfunktionen wie Screensharing, Aufzeichnung und so weiter eben auch zur Hand tragen. Was man sich immer wieder vor Augen führen muss, ist eigentlich die ja, Philosophie hinter dem ganzen IceWarp-Produkt. Nämlich, dass wir sämtliche Funktionen innerhalb von einem Browserfenster bzw. einem Webclient abbilden können. Das heißt, ich habe kein ständiges Wechseln zwischen verschiedener Applikationen, sodass ich, wenn ich eine E-Mail schreibe, vielleicht mein E-Mail-Programm wieder schließen muss, in den Kalender springen muss, vielleicht dann in einen Dateibrowser springen muss, sondern ich habe alles bequem in einem Browserfenster. Das wird uns der Stefan auch in Kürze dann gleich zeigen. Wie gesagt, nochmal um das hervorzuheben, wir haben das Thema E-Mail, das Thema Teamchat,
die Dokumentenfunktion, die Konferenzenfunktion innerhalb eines Dashboards, wie man hier sieht. Stefan wird es auch gleich zeigen, sodass das, wie gesagt, alles über ein Browserfenster abrufbar ist. Vielleicht noch ein paar spezielle Worte zu den einzelnen Funktionen. Wie gesagt, mit dem Teamchat haben wir eine Gruppenchat-Funktion, sowohl für die internen Mitarbeiter als auch für externe Leute, die ich dazu einladen kann, die wohlgemerkt auch keine Lizenz benötigen. Alle Leute, die ich dazu einlade in diesem Teamchat von externen, wenn ich zum Beispiel mit Kunden, Lieferanten oder Herstellern eben Kontakt aufnehmen möchte innerhalb dieser Teamchat-Räume, benötigen keine Lizenz. Ganz wichtig, auch das Thema Dokumente. Wir werden das dann später gleich sehen. Ich kann in Echtzeit zusammenarbeiten mit internen oder auch externen, die kein eigenes Konto auf diesem iSwap-Server benötigen. Ich muss nichts installieren, sondern kann das Ganze einfach bequem über den Browser eben abwickeln. Und natürlich das Thema Konferenzen in der heutigen Zeit wichtiger denn je, sodass wir die klassischen Funktionen, wie Sie die vielleicht auch aus anderen Lösungen haben, egal ob das Screensharing ist, ob ich dann Konferenzen aufzeichne, die Aufzeichnung dann im Nachlauf vielleicht teilen möchte, oder halt eben auch externe Leute, wie gesagt, einladen, ohne dass diejenigen eine Lizenz benötigen. Wir schauen uns das ganz kurz auch als Folie nochmal an, damit Sie dann einen Überblick bekommen, wie das Ganze dann aussieht. Wir haben einerseits natürlich die Funktionalitäten, die man normal aus einem E-Mail-Client kennt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wie gesagt, diese besagten Team-Chat-Räume zu erstellen, wo man eben vielleicht auch verschiedene Teams oder verschiedene Themen eben dann damit angeht. Und wie gesagt, hier ist wichtig, immer die tiefe Integration innerhalb der iSwap-Oberfläche, sodass ich aus dem Teamchat zum Beispiel auch auf Dateien zugreifen kann, dass ich aus dem Teamchat auf den Kalender zugreifen kann, sodass das eben nahtlos integriert ist, die sämtlichen Funktionen, die mir iSwap zur Verfügung stellt. Und egal, ob das dann die Webkonferenz ist oder die klassischen Funktionen wie eine Kontaktübersicht oder eine Dateiübersicht, die mir einfach innerhalb meines Dashboards dargestellt wird, sodass ich die Dateien bearbeiten, teilen kann oder eben vielleicht auch dann bearbeiten kann innerhalb des Browserfensters. Das als kurzen Überblick, damit der Stefan sicherlich jetzt dann auch gleich drauf eingehen. Vielleicht noch ein Wort zu den unterstützten Clients. Natürlich können Sie den Client Ihrer Wahl benutzen, egal ob das jetzt auf dem Rechner ist, ob Sie den Web-Client im Browser benutzen, ob Sie Outlook benutzen, ob Sie vielleicht sogar den iSwap-eigenen Client benutzen wollen, ob Sie Ihre mobilen Geräte per ActiveSync anbinden möchten. Das bleibt Ihnen, wie gesagt, überlassen. iSwap selbst bietet neben den gängigen Browsern auf den jeweiligen Endgeräten beziehungsweise auf den Applikationen der Endgeräte auch eigene Applikationen an, um auf den Desktop zum Beispiel per nativen Programm an Dokumenten zu arbeiten. Es gibt einen eigenen E-Mail-Desktop-Client. Es gibt Programme für das Thema Dateiaustausch, FileSync, wie der Name schon sagt. Da muss man sich das so vorstellen wie eine Dropbox-Alternative, dass ich dort auch per Drag-and-Drop Dateien hochladen kann, dass ich auf die Dateien zugreifen kann und die immer synchron sind. Natürlich, ich habe es vorhin noch erwähnt, das Thema Outlook-Sync, um Outlook zu benutzen. Auch für den Team-Chat gibt es eine eigene Applikation, falls man lieber gerne auf dem Desktop arbeitet, sodass Sie da flexibel sind, was die Client-Auswahl betrifft. Relativ neu ist auch auf dem Mobilgerät die jeweilige Applikation, egal ob auf iOS oder auf Google, Android, sodass Sie da aktuell auch Ihre Teamchat-Räume, Ihre Konferenzfunktionen auf dem Mobilgerät mit dabei haben. Sie haben die Möglichkeit, aktuell auch dort auf die Notizen zuzugreifen in kürzerer oder bald wird einfach auch die E-Mail-Funktion mit dazukommen, sodass Sie auch überhaupt über den iSwap-Client auf dem Mobilgerät auch auf die Mails zugreifen können, anstatt jetzt zum Beispiel Ihr iSwap-Konto innerhalb Ihrer jeweiligen iOS- oder Android-Applikation einzubinden.
Vielleicht noch ein wichtiges Thema, bevor ich dann Stefan übergebe, ist das Thema AI. Hier ist es wichtig, in der neuesten Version von Epos auch auf diese AI-Funktion einzugehen. Überall, wo man dieses lilane Symbol sieht, hat man die Möglichkeit, per Einbindung von ChatGPT eben auf diese AI-Funktionen eben zurückzugreifen. Egal, ob das bei einer E-Mail ist, die mir eine Antwort vorschlägt, egal, ob ich zum Beispiel E-Mails übersetzen möchte oder vielleicht einfach nur einen kurzen Überblick erhalten möchte, was in einer sehr langen E-Mail-Konversation besprochen worden ist, habe ich die Möglichkeit, eben durch diese Einbindung von ChatGPT mir meinen Arbeitsalltag eben zu erleichtern. Kurz noch ein Überblick über die Administration und Einrichtung. Der einfachste, schnellste Weg geht über die Web-Admin-Konsole, worüber ich den vollen administrativen Zugang habe, egal ob das jetzt dann ein gehosteter iSWAP-Server ist, in einer Cloud von iSWAP selbst oder ob ich den selber bei mir on-premise installiert habe. Ich habe mit dem Web-Admin den Zugriff und kann darüber meinen iSWAP-Server eben konfigurieren. Alternativ gibt es noch eine eigenständige Windows-Applikation, worüber ich die iSWAP-Server auch konfigurieren kann. Unserer Meinung nach ist aber iSWAP Web-Admin die einfachste und beste Möglichkeit, den iSWAP-Server auch zu administrieren. Genug der Folien erstmal. Ich würde sagen, ich übergebe das Wort an dich, Stefan, sodass du uns einfach das, was wir gesehen haben, gerade nochmal live zeigst. Ich übergebe dir die Moderatorenrechte. Lieben Dank, Michi. Auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Vielleicht magst du kurz bestätigen, ob man meinen Bildschirm auch tatsächlich sehen kann. Ja, schaut gut aus. Alles klar. Gut, dann haben wir doch jetzt schon einiges gehört von den Funktionen, von den Features. Ich denke, es macht durchaus Sinn, dass ich da die nächsten paar Minuten einfach das Ganze auch mal live zeige, wie sieht das Look and Feel aus. Und am einfachsten lässt sich der komplette Funktionsumfang von iSWAP ja innerhalb der Web. Das innerhalb des Webclients auch zeigen wir der Web-Oberfläche. Und vielleicht auch vorab, wir haben auch mit iSWAP, man sieht dann auch hier auch die Möglichkeit, das komplette auch white zu labeln. Das heißt auch dieses komplette Look and Feel von meiner Web-Oberfläche. Auch wenn ich vielleicht als MSP mit mehreren Mandanten fungiere, kann ich das hier auf jede Domain, auf jeden Hostname komplett das eigenen oder nach meinen eigenen Wünschen das komplette System auch white labeln, das komplette Look and Feel auch white labeln. Starten wir aber erstmal mit dem Login. Und wir sehen hier tatsächlich erstmal eine Sicherheitsprüfung, dass wir das Ganze auch per Zwei-Faktor-Authentifizierung auch hier gegensichern können. Und am einfachsten entweder mit Ihrer bestehenden Zwei-Faktor-App, die Sie vielleicht haben, oder auch die von iSWAP, können Sie verwenden, um dementsprechend dann auch hier den Login dann auch vollziehen. So, ich packe hier nochmal ganz kurz meinen zweiten Faktor mit rein und melde uns erstmalig hier an diesem System an. Und nun sehen wir schon im Hintergrund so, dass hier auch einige Daten geladen werden. Das sind teilweise die sogenannten Microservices, die hier seit iSWAP Epos mit dabei sind. Diese Microservices, die im Hintergrund herlaufen, sind dafür notwendig, um speziell diese neue Funktion, die wir gleich auch sehen, zu bewerkstelligen, nämlich den sogenannten Dashboard. Dieses Dashboard ist innerhalb der iSWAP-Welt, ja, ich möchte mal vergleichen, ähnlich wie Sie es vielleicht auf Ihrem Windows-Desktop haben oder auf Ihrem macOS-Schreibtisch, erstmal eine Zusammenfassung aller Ihrer wichtigsten Informationen, sei es Dokumente, sei es E-Mails, sei es irgendwelche Notizen, die Sie hier schön in einer eigenen Ordnerstruktur, ja, in einem Desktop oder Schreibtischform sich tatsächlich selbst auch bereitstellen können. Ne, das ist auch alles immer tief verbunden mit den einzelnen Komponenten, die hier bei iSWAP hinterlegt sind und vom Funktionsumfang, wenn wir hier einmal kurz das anzeigen lassen, was können wir hier tatsächlich innerhalb dieser iSWAP-Welt tatsächlich hier auch durchführen. Es geht natürlich weit hier hinaus über E-Mail, sondern tatsächlich auch von SMS senden, die sogenannten Team-Chat-Räume, die ich später noch zeigen werde, von hin zu kompletten Dokumentenmanagement, dass ich Dokumente erstellen kann, Dokumente bearbeiten kann, auch Dokumente gemeinsam bearbeiten kann mit unterschiedlichen internen Kollegen, als aber auch externen Mitarbeiter, die vielleicht auf dieses Dokument zugreifen wollen. Ein wichtiger Punkt, wenn wir gleich mal auf diesen Punkt Mail gehen, ist, dass eines der Hauptfunktionen oder Hauptkernfunktionen
Kennzahlmerkmale hier von ISWAP die Möglichkeit ist, dass ich an unterschiedlichen Tasks arbeiten kann, ohne von einem Programm ins andere zu springen. Ne? Dieser ISWAP Web Client bietet mir einerseits die Möglichkeit, okay, ich möchte jetzt hier eine Mail verfassen, Webinar-Teilnehmer und gleichzeitig im Endeffekt das hier zu minimieren und vielleicht gleichzeitig im nächsten Schritt den Kalender zu überprüfen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, mehrere Kalender einzusehen, die Kalender auch zu überlappen. Genauso wie bei der kompletten ISO-Welt habe ich nicht nur Zugriff auf meine eigenen Bereiche, sondern es gibt die sogenannten Shared-Ressourcen, geteilte Ressourcen, als natürlich auch die öffentlichen Kalender, die ich hier einbinden kann. Und vielleicht kann ich auch sagen, ich möchte jetzt hier einen Termin hinterlegen und auch hier wird es permanent hier minimiert in der Taskleiste. Genauso möchte ich vielleicht einen neuen Kontakt erstellen. Alles das bleibt hier permanent hier in meiner minimierten Taskleiste und kann jederzeit hervorgehoben werden und wieder in diesem Moment auch weiter bearbeitet werden. Wenn wir hier von den weiteren Funktionen sprechen, gehe ich auch gerne mal hier in den Bereich Dateien und Dokumente rein. Und klar, wir können hier ganz einfach Dokumente erstellen. Wir haben hier ein Testdokument und es poppt im Endeffekt ein im Hintergrund ein OnlyOffice Engine. Das heißt, das ist auch jetzt wieder ein Teilbereich unserer sogenannten Microservice. Das heißt, ich kann hier ein neues Dokument erstellen, in einem, auch als Word-kompatibles Dokument abspeichern. Wie gesagt, im Hintergrund befindet sich die Technologie von OnlyOffice. Ich sehe auch ganz genau, okay, ist es jetzt mein Dokument oder später können wir auch sehen, arbeiten vielleicht mehrere Personen auch gleichzeitig in diesem Dokument. Auch diesen Bereich kann ich wieder minimieren und in einem späteren Zeitpunkt auch gerne auch weiterarbeiten. Ansonsten zu diesen Dokumenten möchte ich vielleicht auch später nicht nur welche für mich erstellen, sondern natürlich auch freigeben. Und in diesen Teilenbereichen habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das mit internen Kollegen zu teilen, auch mit externen zu teilen, mir Links zu erstellen. Und das Ganze bietet mir auch erweiterten Schutzmechanismus, indem ich das Ganze passwortgeschützt senden möchte. Oder vielleicht auch den Link, den ich verschicke, mit einem eindeutigen Ablaufdatum auch versehe. Ne? Dass es im Endeffekt auch nicht nach 2, 3 Jahren irgendwie noch aktiv sein sollte, sondern dass ich das Ganze auch zeitlich limitiert hinterlege. Und darüber hinaus sehe ich ganz genau auch, wenn ich das auch freigebe, diese Funktion, wo dieses Dokument überall geöffnet wurde, von welchen IP-Adressen, wer hat tatsächlich auf dieses Dokument zugegriffen und kann von dieser Warte auch teilweise dann natürlich auch diesen Link, diesen eigentlichen Freigabelink auch widerrufen und somit dieses Dokument auch nicht mehr extern bereitzustellen. In diesem Upload-Bereich Center sehe ich alle Dokumente, die ich hier hinterlegt habe, bereitgestellt habe, geteilt habe. Und jedes Mal, wenn ich hier diese kleine Weltkugel mit dieser Lupe sehe, kann ich mir auch mehr Informationen dazu letztendlich auch einsehen, wo dieses Dokument zuletzt geöffnet wurde und auch in welcher Zeitzone diese geöffnet. Wenn wir von diesen Dokumenten mal ein bisschen weitergehen, klar, wir sehen im Endeffekt hier Aufgabenbereiche, Notizen, das ist, denke ich, völlig klar. Und ganz ein wichtiger oder spannender Bereich ist der Bereich Konferenzen. Auch hier diese Konferenzen sind sehr, sehr tief in das komplette ISWAP Look and Feel eingebunden. Das heißt, wenn ich hier eine Konferenz erstelle, wird es automatisch auch gleich in meinen entsprechenden Kalender mit reingepackt. Ne? Ich könnte sagen, wir machen jetzt hier eine Testkonferenz, kann natürlich hier Teilnehmer einladen, Ressourcen einladen, möchte auch hier das Ganze vielleicht passwortgeschützt bereitstellen, diese Konferenz. Die automatische Aktivierung, auch hier bietet uns ISWAP Micro Service mit an, der mir eigentlich unendlich viele Aufnahmen automatisch auch zur Verfügung stellt. Das heißt, für jede Produktschulung oder interne Schulungen, die ich auch hier bereitstelle, kann ich diese Funktion gleich nutzen. Und auch seit EPOS neu hinzugekommen ist der Bereich Lobby. Das heißt, dass ich im Endeffekt erstmal als Moderator eine Session beginnen muss und dann in dieser Lobby sich die weiteren Teilnehmer aufhalten können und dann dort auch erstmal explizit Eintritt auch vom Moderator aktiviert werden müssen. Gut, das heißt, wir können das Ganze hier mal speichern und sehen das im Endeffekt hier in unserer Vorschau. Das Gleiche sehen wir, dass auch in diesem Kalender das Ganze bereits auch hinterlegt wurde. Hier sehen wir die Testkonferenz und kann von dort auch wieder weitergeteilt werden. Das Ganze ist auch synchronisiert mit dem IM-Client, also sprich dem Desktop-Client,
von iSwap, wenn ich den hier als Ersatz für Outlook verwenden möchte. Die Konferenz kann ich einfach starten und das ist so der einzige Teilbereich, wo dann tatsächlich ein eigener zweiter, ich mache mal hier kurz auf stumm, ein zweiter, ja, zweites Fenster oder zweiter Tab hier geöffnet wird. Der Rest findet alles komplett hier in eigenen Bereich beziehungsweise in eigenen Fenster auf Start und kann auch dort jederzeit wieder hervorgeholt werden. Von der Konferenzfunktion, alle Funktionen sind hinterlegt, natürlich Screensharing, Whiteboards können hier verwendet werden, die automatische Aufzeichnung oder auch das manuelle Aufzeichnen, habe ich vorhin erwähnt. Und Sie können hier ruhig Meetings abhalten mit bis zu 100, beziehungsweise auch in der aktuellen Version meines Wissens sogar auch 250 Teilnehmer. Auch da sind entsprechende Kapazitäten im Hintergrund, die in dem sogenannten iSwap Microservice-Dienst bereitgestellt werden. So, wir schließen jetzt mal die Konferenz und springen auch wieder hier zurück. Wenn wir viele Funktionen, beziehungsweise wir sehen hier natürlich in diesem Bereich sehr, sehr viele Funktionen. Es kann auch durchaus sein, dass vielleicht für den einen oder anderen Interessenten oder Kunden, der vielleicht auch von einer anderen Lösung kommt, vielleicht durchaus sinnvoll ist, dass wir auch vielleicht erstmal Funktionen beschränken, dass wir sagen, okay, wir wollen erstmal die Basisfunktionen wie Kalender, Kontakte, Mail, also sprich die altbekannten Gruppe-Funktionen erstmal freigeben, dann können wir das auch ganz einfach in unseren ja, Administrator-Einstellungen, die auch speziell eigens für den Webclient bereitgestellt sind, auch selbst definieren. In diesem Bereich Beschränkungen könnte ich sagen, okay, für alle Benutzer dieser Domäne möchte ich im Endeffekt erstmal vielleicht die Kalender noch deaktivieren, vielleicht das Dokumentensharing noch deaktivieren, beziehungsweise auch die Konferenzen erstmal vielleicht noch nicht freigeben, sondern erstmal interne Schulungen meinetwegen auch dazu vorbereiten. Darüber, in diesen Einstellungen, gibt es auch die komplette Möglichkeit, das von mir vorhin genannte White Labeling auch durchzuführen. Also hier muss man sagen, haben wir eine eigene Administrator-Oberfläche, was jetzt speziell für diesen ja, Web-Client, für diesen primären Client seitens iSwap auch hinterlegt ist. Von den Anbindungen, klar, wir haben hier Chat noch hinterlegt, wir haben die Möglichkeit, auch in unseren eigenen Optionen auch kleine Hilfe zu unterstützen, beziehungsweise auch die mobilen Geräte hier sich zu hinterlegen. Wir sehen hier bei diesem Benutzer, ist ein iPhone hinterlegt, ich kann ein neues Gerät koppeln, das Ganze gibt mir einen QR-Code. Ich kann auch hier genau definieren, welche Art von Kalender ich tatsächlich auf mein iPhone gesynkt haben möchte. Sollen es nur die öffentlichen sein, nur die abonnierten Ordner? Wie weit soll die Synchronisation zurückgehen? Oder auch bei einem Verlust, dass ich dieses Gerät, wenn ich es verloren habe, auch zurücksetzen kann. Ja, das sind die Funktionen, die ich standardmäßig einem Benutzer geben kann. Aber wie gesagt, in der Administrationsoberfläche, auch in der webbasierten Administrationsoberfläche, könnte ich auch solche Einschränkungen definieren, dass vielleicht ein Fernlöschen oder hier eine irgendwo das hier zu bearbeiten, vielleicht auch erstmal komplett deaktiviert ist. So, das sollte einfach jetzt mal ein kurzer Überblick sein über die Funktion. Ja, gern im Nachgang auch mehr. Wenn Sie auch Fragen haben, bitte gerne ins Fragenfenster schicken. Wenn Sie Interesse haben, das Ganze zu testen, gibt es, glaubt Michi, da wirst du auch kurz was erwähnen, was da die nächsten möglichen Schritte sind. Wir unterstützen Sie da gerne bei der Installation auf der On-Premise-Seite oder auch bei der Aktivierung oder bei der Ersteinrichtung in der Cloud-Variante. Kommen Sie da gern auf uns zurück. Alles klar, Michi, dann zurück zu dir. Aber vielen Dank, Stefan. In der Zeit, wo ich gerade wieder die Moderatorenrechte zurücknehme, auch nochmal der Hinweis auf das Fragenfenster. Wenn denn Fragen sind, dann bitte die fleißig ins Fragenfenster eingeben. Bevor wir zu diesen Fragen dann auch kommen, vielleicht auch noch ein paar Worte zu den Lizenzmodellen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Stefan hat es auch erwähnt. Wir haben die Möglichkeit, iSwap einerseits auf den eigenen Server zu betreiben, egal ob Windows oder auf Linux-Servern oder in einer von iSwap verwalteten Cloud, in einem Rechenzentrum von iSwap bei Nürnberg, besser gesagt bei Hetzner, sodass Sie da die Flexibilität haben zu sagen, okay, ich möchte die Server selbst in Betrieb nehmen oder out of the box aus dieser Managed Cloud von iSwap eben die Postfächer für Ihre Kunden bzw. Lizenzen für Ihre Kunden anzubieten.
Auf das Lizenzmodell und das Pricing komme ich später gleich nochmal zurück. Wichtig ist es vielleicht auch mal einen Blick auf die iSwap-Kunden zu werfen. Ich werde jetzt hier sicher nicht ins Detail gehen, nur damit man mal einen Überblick bekommt, von welchen Kundengrößen wir denn auch sprechen können. Wie gesagt, ein wichtiges Stichwort ist hier Skalierbarkeit. Egal, ob das von der Cloud-Version ist, mit einer Lizenz bis hin zu mehreren hunderttausend Benutzern. Und das Schöne bei iSwap ist, dass sie, wie wir gesehen haben, viele Funktionalitäten haben. Und dadurch gibt es auch für die verschiedenen Kunden verschiedene Einstiege, was das Thema iSwap betrifft. Man sieht es hier im ersten Kunden fort. Da war zum Beispiel der Einstieg das klassische Anti-Spam-Gateway. Also die haben Wert auf Sicherheit gelegt und sind dadurch zu iSwap gekommen. Dann Service Provider. Natürlich, um eine Exchange-Alternative vielleicht anzubieten, die gehostet ist. Da war eben der Einstieg das Thema E-Mail. Wie der Stefan schon erwähnt hat, muss ich ja dem Kunden im ersten Schritt nicht alle Funktionalitäten bereitstellen. Das heißt, manche Leute starten wirklich ganz klassisch mit dem Thema E-Mail und erweitern dann das Angebot beziehungsweise das Angebot mit den weiteren iSwap-Funktionen, die eben mit sich kommen. Und egal, ob das jetzt aus dem Bereich Enterprise ist, ob das die Service Provider sind, ob das jetzt aus der Wirtschaft ist, man sieht hier, Schweizer Armee ist ein Kunde, die sämtliche Funktionen von iSwap einsetzen oder ob das Verwaltungs- und Management-Planungseinheiten in Malaysia sind, bis hin zur Royal Thai Navy, die eben iSwap im Einsatz haben. In Deutschland vielleicht noch ein paar Beispiele. Da gibt es unter anderem Stadtwerke, die iSwap einsetzen, die Kassenärztliche Vereinigung, aber auch kleinere Provider oder kleinere MSPs, die eben iSwap selbst hosten und damit die verschiedenen Dienste anbieten, aber auch natürlich sämtliche anderen Bereiche, gerade wenn es darum geht, vielleicht auch sicher Dateien auszutauschen. Neben dem Thema E-Mail sind definitiv Kunden, die für iSwap in Frage kommen. Zum Pricing noch ganz kurz. Wir haben einerseits das Pricing für die On-Prem, also für die EPOS-Preise on-prem, egal ob das Business, Corporate oder Public ist. Business sind die klassischen Lizenzen, Minimum 10 Benutzer. Da haben Sie die Möglichkeit, das Ganze per monatliche Abrechnung oder per jährliche Abrechnung eben zu beziehen. Entschuldigung, irgendwie springt das Fenster gerade immer. Beziehungsweise Corporate-Lizenzen, die fangen dann ab 1000 Benutzer an. Das ist eigentlich nur eine weitere Benutzerstaffel. Ab 1000 Benutzer, beziehungsweise der Public-Sektor eben für öffentliche Einrichtungen, die sich dadurch unterscheiden. Wichtig noch, es gibt einmal die iSwap-Lizenz und die iSwap-Desktop-Lizenz. Die unterscheiden sich mit den jeweiligen Desktop-Programmen, die sie lizenzieren können, sodass da zwei Lizenzvarianten eben zur Verfügung stehen. Bei der Cloud haben wir ein paar mehr Optionen. Es gibt natürlich hier auch Business, Corporate, Public. Dann gibt es noch die Edu-Lizenz eben für die Einrichtungen. Man sieht hier schon, es gibt da auch freie Lizenzen, die eben zur Verfügung gestellt werden können bei mindestens 50 zahlenden Benutzern, sodass die E-Mail-Funktion zum Beispiel für die Studenten dann frei ist und ich dann je nach ja, Benutzerverhalten einfach verschiedene andere Lizenzen hinzubuchen kann. Auch interessant, das Startup-Paket, das ist ein Paket für 10 Benutzer, das kostet 15 Euro im Monat. Wichtig hierbei ist nur, dieses Paket kann nicht erweitert werden. Wenn Sie aber Kunden haben, die ohnehin sagen, sie werden nie über 10 Benutzer kommen, ist das tatsächlich ein sehr, sehr attraktives Paket für Kleinstkunden, die eben iSwap nutzen wollen. Nochmal kurz zusammengefasst, bevor wir zu den Fragen kommen. Wie gesagt, wichtig natürlich das Thema Sicherheit. Auch was das Pricing betrifft, darf man hier nicht vergessen, dass wir im Gegensatz zur Konkurrenz sehr, sehr konkurrenzfähig sind. Natürlich die Flexibilität bzw. Skalierbarkeit, egal ob das jetzt die Userzahlen betrifft, von Kleinst-Userzahlen bis hin zu Hunderttausenden von Usern, aber auch was den Funktionsumfang betrifft und ich zum Beispiel nur starten kann mit dem Thema E-Mail und dann peu à peu weitere Funktionen eben freigeben kann. Wichtig, immer wieder das Thema All-in-One-Lösung, das Prinzip, was dahinter steckt. Ich habe alle meine Funktionen
innerhalb eines Browserfensters. Und zu guter Letzt natürlich auch wichtig, ja, der menschliche Ansatz, egal ob das den Support betrifft, der Ihnen zur Seite steht, ob das der ICOS oder der ISOP Support ist. Und natürlich, wenn es um kundenspezifische Projekte geht, die vielleicht für größere Umgebungen, für öffentliche Einrichtungen sind, die spezifische Ansätze benötigen, ist ISOP auch immer da, um sich da diese, naja, Vorstellungen anzuhören und gegebenenfalls auch bei der Entwicklung mit beizutragen, den Kunden zu gewinnen. Bevor wir zu den Fragen kommen, ich schaue jetzt mal, würde ich gerne das Wort noch der Nina überlassen. Mal schauen, ob das funktioniert, ob sie sich zuschalten kann. Kleinen Hallo, Moment. könnt ihr mich Nina, hören? kannst du uns hören? Ich höre Ich euch, höre hört dich, wunderbar. Wir hören dich. Ja, passt. Super, ich mache auch kurz meine Kamera an, wenn es geht. Ja, Ja, hallo. wunderbar. Genau, dann winke ich einmal mal in die Runde. Ich freue mich, dass hier so viele Teilnehmer heute sind. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Nina Manketz. Ich habe jetzt wirklich erst vor kurzem, vor ungefähr einem Monat bei iSwap angefangen und genau, bin da jetzt als Ihr Ansprechpartner für die für die Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, alles, was da ansteht, bin ich jetzt bei iSwap Ihr Ansprechpartner. Also wenn irgendwelche Fragen sind, auch im Nachgang, eben mich, ich weiß nicht, du kannst gerne meine Kontaktdaten teilen. Natürlich bleibt ICOS weiterhin Ihr Hauptansprechpartner als Distributor in der Region. Aber wenn Sie direkt bei iSwap zu irgendeinem Punkt Hilfe benötigen, dann können Sie mich gerne kontaktieren. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Nina. Das ist ein gutes Stichwort. Die Kontaktdaten von der Nina, vom Stefan und mir, inklusive der Präsentation, kriegen Sie natürlich im Nachlauf. Auch die Aufzeichnung vom heutigen Webinar, sodass Sie da einfach auch nochmal nachlesen können. Also das ist sicherlich kein Problem. Und an der Stelle würde ich sagen, schauen wir einfach mal, ob es denn Fragen gibt. Stefan, hast du Fragen sehen können bis jetzt? Ja, ich habe eine gesehen und ich habe auch kurz auch schon was im Chat geschrieben zu dem Thema. Einfach was die nächsten Schritte sind oder wenn einfach das jemand einfach kurz testen will oder wenn einfach seinen Kunden präsentieren will, ohne jetzt vielleicht erstmal eine BR oder eine große Testumgebung vielleicht auch zu ordern. In dem Link, den ich Ihnen in den Chat reingestellt habe, haben Sie sofort Zugriff auf das Webclient, was ich vorhin auch live gezeigt habe. Das heißt, da können Sie auch gerne mal rumspielen, sich selbst einen Überblick zu verschaffen über die Funktion oder vielleicht auch gerne mal einen Kunden zur Verfügung stellen oder auch einen Kunden live zeigen. Das ist so die allereinfachste Art, um die ersten Schritte oder den ersten Kontakt auch mit ISOP zu gelangen. Also da einfach nur im Endeffekt auf diesen Link starten oder klicken und dann startet sich schon der Webclient mit einem eigenen Testbenutzer, der wird dann nach der Session wieder gelöscht. Aber so kann man das, denke ich, gut in den ersten Moment einfach auch mal selbst begutachten und sich da auch ein bisschen Überblick zu verschaffen über die Lösung. Wer darüber hinausgehen möchte, das ist ein guter Punkt noch, und vielleicht intensiver testen möchte, auch dem Kunden vielleicht eine Cloud zur Verfügung stellen möchte. Es ist so, dass beim iSwap Cloud-Modell da ein Monat kostenlos ist. Das heißt, Sie können bei uns im Shop gehen, dort können Sie eine Cloud Ihrer Wahl bestellen und die ist dann erstmal für einen Monat kostenlos. Ich sage jetzt mal, der einzige Haken in Anführungszeichen ist, dass Sie das dann rechtzeitig kündigen sollten, weil sich das sonst um einen Monat wieder verlängert, diese monatlichen Lizenzen. Ist aber ein guter Einstieg, um das komplett einfach auch mal testen zu können. Dann kam noch eine Anfrage. Da glaube ich hier schon der Teilnehmer einige ISOP-Kunden bereits on-premise im Einsatz hat. Wie es denn das Ganze aussieht mit der aktuellsten ISOP-Version auf EPOS. Also erstmal ja, man kann diese natürlich upgraden. Man kann natürlich auch überlegen, ob man vielleicht auch in die ISOP Cloud upgraden möchte. Auch da gibt es entsprechende auch Migrationspakete, wenn das interessant ist. Für die Angebote und Preise bitte einfach dann direkt Ihren entsprechenden vertrieblichen Ansprechpartner bei uns kontaktieren. Da sollten Sie auf alle Fälle Unterstützung bekommen. Ansonsten, Michi, hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine technische Frage, die ich noch vielleicht kurz beantworten kann. Wie sieht es bei der ISWAP Cloud-Variante aus, wenn man vielleicht die Benutzer
aus dem Active Directory synchronisieren möchte, ja, das ist möglich. Ne? Also da können Sie direkt auch hier über entsprechende LDAP-Schnittstellen hier ein Sync auch starten und auch dann die Benutzer, die Sie hier in Ihrem Active Directory gepflegt haben, natürlich auch in die ISWAP-Welt abgleichen. Hier kam noch eine andere Frage auf, auch zum Thema NFR. Thema NFR, auch eine NFR gibt es bei ISWAP. Es ist allerdings so, dass es eine kostenpflichtige NFR ist mit 70% Rabatt auf den Listenpreis, sodass wir das so dementsprechend auch anbieten können. Auch hier wäre wieder der Verweis an Ihren persönlichen vertrieblichen Ansprechpartner, der dann gemeinsam mit Ihnen sicherlich da eine Lösung für diese NFR-Anfrage finden wird. Dann noch eine Frage zu, die auch ein bisschen technisch ist, deswegen nehme ich es mal ganz kurz. Wie sieht es mit Sicherung aus, beziehungsweise können auch Daten wiederhergestellt werden, die schon gelöscht wurden? Ja, ist möglich. Das gibt es hier einen Bereich. Das heißt, wenn schon aus dem Papierkorb etwas gelöscht wurde, also wirklich komplett gelöscht wurde, ob es dann noch Wiederherstellungsmöglichkeiten gibt. Klar, die gibt es erstmal auch, wo der Benutzer auch selbst diese wiederherstellen kann. Ansonsten gibt es natürlich auf der administrativen Seite unterschiedliche Backup-Szenarien, um Groupware-Elemente wie Kontakte, Kalender wiederherzustellen für einen Benutzer oder serverweit, natürlich komplette Disaster-Recovery-Backup-Strategien und auch speziell in der ISWAP Cloud. Michi, bitte korrigiere mich, werden Backups auch 30 Tage oder länger, vielleicht hast du den Wert genau, auch bereitgestellt und zur Verfügung gestellt. So, meines Wissens sind es 30 Tage, können wir aber auch nochmal verifizieren. Dann würde ich sagen, vielen Dank an dich, Stefan. Ganz, ganz vielen lieben Dank auch an dich, Nina. Wir werden in der nahen Zukunft die Webinarreihe fortführen, um dann auch auf spezielle Themen eingehen zu können zum Thema ISWAP. Da halten wir Sie natürlich auch auf dem Laufenden über unsere gewohnten Kanäle. Ansonsten bedanke ich mich auch bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und danke für die Teilnahme. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bis bald. Bis bald, tschüss.